Hallo Leute und willkommen wieder zu einem neuen Lesevlog. Ich weiß nicht, was es momentan ist, aber irgendwie fange ich alle neuen Lesevlogs immer so nachts an oder zumindest gegen Abend. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass die Uhrzeit nach 23 Uhr mich immer auf diese grandiosen Ideen bringt, jetzt doch noch einen Lesevlog anzufangen. Wie auch immer. Ich habe kein Problem damit. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach mit diesem Lesevlog an. Ich habe nämlich heute A Throne of Glass, den zweiten Teil Kriegerin im Schatten von Sarah J. Maas angefangen. Ich habe ja den zweiten und den dritten Teil in meiner Liste der 22 Bücher für 2022 integriert und hatte euch in dem Video gefragt, ob ich weiterhin zu der Throne of Glass Reihe jeweils einen Lesevlog machen soll. Ich habe einige Nachrichten bekommen und mir haben eben einige geschrieben, dass sie sich sehr freuen würden, wenn ich weiterhin Lesevlogs mache zur Throne of Glass Reihe und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich werde euch nochmal hier den ersten Lesevlog zu dem ersten Teil natürlich auch von Throne of Glass in die Infobox packen und euch verlinken. Dann könnt ihr den zuerst gucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und wir machen dann jetzt hier weiter mit dem zweiten Teil. Ich sag euch natürlich nicht, um was es inhaltsmäßig geht, sonst würde ich euch den ersten Teil spoilern. Auf jeden Fall geht es weiter mit Selenas Geschichte. Im ersten Teil hatten wir die Assassinen Selena begleitet bei so einem Wettkampf und ja, dieses Buch ging wirklich sehr spannend aus. Also der erste Teil war für mich eigentlich schon ziemlich stark, vor allem zum Ende hin. War kein Highlight für mich, aber ich habe auch gehört, dass die Reihe eben mit den weiteren Bänden besser werden soll. Und ja, ich freue mich jetzt mega auf den zweiten Teil und bin gespannt, was Selena in diesem Buch jetzt so weitermacht. Ich würde momentan behaupten, dass es ähnliches Setting ist wie im ersten Teil. Also momentan gehe ich davon aus. Ich bin erst auf Seite 28, also ich habe wirklich nur ein bisschen heute früh reingelesen. Das Buch hat, glaube ich, knapp 500 Seiten. Ich freue mich mega drauf, endlich weiterlesen zu können. Und ich will die Reihe jetzt auch so langsam beenden, weil ich Crescent City auf jeden Fall bald lesen möchte, bevor der zweite Teil rauskommt. Aber vorher möchte ich eben alle angefangenen Reihen von Sarah J. Maas beenden und darunter zählt halt die Throne of Glass Reihe. Bevor ich halt Crescent City anfangen will, will ich die Reihe hier auf jeden Fall erstmal beenden. Genau, deswegen werde ich die jetzt lesen. Ich werde sie bestimmt mit den nächsten Teilen lieben und freue mich jetzt schon mega drauf. Deswegen würde ich sagen, let's start und wir fangen an, dieses Buch zu lesen. So, ich bin jetzt auf Seite 98 und finde ja diesen Fleetwood, glaube ich, heißt der Hund. Er heißt Fleetfoot, nicht Fleetwood, aber ja, der Hund. Ich finde den irgendwie total niedlich und auch, es passt irgendwie so gut, dass er in diese Geschichte hier eingebaut wurde. Und ich mag Kael oder Kaol, ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht, aber ich werde gleich mal nachgucken, wie man ihn ausspricht. Ich mag auf jeden Fall diesen Charakter besonders gerne. Ich weiß nicht, warum, ich mochte ihn auch schon im ersten Teil, aber in diesem Teil irgendwie noch besonders. Er hat hier ein paar Sachen gemacht, die ich mir auch schon markiert habe, weil ich die total cute fand. Ja, ich freue mich jetzt einfach noch weiter zu lesen. Es ist hier in der Handlung her nicht viel passiert. Wir haben eben so ein bisschen Selenas Aufgaben verfolgt und ja, es kam jetzt hier so ein kleiner neuer Handlungsstrang, würde ich sagen, der sich dann wahrscheinlich auf den Rest des Buchs ausprägt
Und da bin ich super gespannt drauf, wie das umgesetzt wird. Ich kann irgendwie noch nicht so viel damit anfangen. Also ich hatte ja schon im ersten Teil irgendwie mit diesen magischen Sachen dort Probleme. Also die haben ja auch hier diese Weird-Zeichen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Damit hatte ich schon im ersten Teil ein bisschen Probleme. Damit habe ich jetzt immer noch Probleme. Aber ich hoffe, dass das in dem Teil hier vielleicht mal ein bisschen besser erklärt wird. Oder zumindest, dass man sich an die Sprache und die Magie dort gewöhnt, sage ich mal. Es ist ja immer irgendwie ein bisschen komisch, erstmal so eine neue Fantasy-Reihe zu lesen. Also ich habe ja jetzt schon den ersten Teil gelesen, aber trotzdem, der ist ja schon auch ein bisschen länger her. Aber ich hoffe einfach, dass ich mich ein bisschen noch mehr an die Welt gewöhnen kann. Bis jetzt ist es halt wirklich ziemlich langsam gewesen, ist noch nicht wirklich spannend. Von daher lese ich auch momentan nicht so viel, also es packt mich noch nicht. Das war ja beim ersten Teil auch so, dass er irgendwie für mich am Anfang eher langweilig war und dann gegen Ende hin super spannend war, sodass ich das Buch dann nicht mehr weglegen konnte. Ich hoffe, dass das hier ein bisschen früher einsetzt, also dass ich ein bisschen früher gepackt werde und in die Geschichte gezogen werde. Aber ansonsten frage ich mich momentan sehr, wohin die Reise hier noch mit Throne of Glass geht. Ich bin super gespannt und freue mich jetzt erstmal weiter zu lesen. So, ich bin mittlerweile bei Seite 262, also so gut wie die Hälfte habe ich schon geschafft, würde ich mal sagen. Und ich merke jetzt, dass sich hier so langsam etwas zusammenbraut. Ich habe das Gefühl ein bisschen, dass ich ziemlich viel verpasse und nicht verstehe. Also ich habe jetzt hier gerade so ein Gespräch zwischen Nehemia und Selena. Ich hoffe, ich sage ihren Namen richtig. Also hier steht zumindest Nehemia, I don't know, aber ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, wenn ihr das Buch gelesen habt. Ja, hier ist gerade eine interessante Szene gewesen. Die beiden haben sich so ein bisschen in die Haare gekriegt, würde ich mal sagen. Ja, ich habe das Gefühl, ich verstehe nicht so viel. Also ich bekomme nicht so viel mit. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Also ich glaube, dass hier noch sehr, sehr viel auf mich zukommen wird. Also ich fand ja zum Beispiel schon das Reich der Sieben Höfe ziemlich komplex und da gab es ja auch ziemlich viele Plot-Twists. Aber ich glaube, dass einem hier noch so viel irgendwie unentdeckt bleibt, sage ich mal. Also was irgendwie nicht beschrieben wird. Ich habe momentan schon eine Ahnung, was Selena betrifft, weil sie die ganze Zeit bezüglich, glaube ich, einer anderen Prinzessin immer so komisch reagiert. Ich werde sie nicht weiter darauf eingehen. Aber ich glaube, dass ich da schon eine Ahnung habe und ich glaube, dass ich vor ein paar Monaten diesbezüglich schon mal auf Instagram gespoilert wurde. Damals hatte ich mir noch nichts dabei gedacht, aber mittlerweile, weil jetzt halt diese Szene gekommen ist, die das so ein bisschen angesprochen hat, mittlerweile glaube ich, dass ich mich gespoilert habe. Mittlerweile glaube ich, dass ich verstehe, was noch hier kommen wird oder zumindest ein bisschen. Natürlich habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das alles aufgebaut sein wird. Ich weiß nicht, das ist alles ziemlich komplex und es passiert halt nicht so viel. Also es ist ziemlich langsam und teilweise finde ich jetzt langsam Selena manchmal ein bisschen nervig. Also sie kommt mir doch ziemlich, ziemlich jung vor. Manchmal hat man das irgendwie gar nicht so gemerkt und ich fand vor allem im ersten Teil, fand ich es noch nicht so auffällig, aber mittlerweile, ich weiß nicht, einfach ihr Verhalten generell, auch wie sie Dorian gegenüber auftritt, finde ich irgendwie halt noch ziemlich jung. Man merkt halt irgendwie, dass sie das noch nicht so richtig erwachsen regeln kann. Und auch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier vor allem die ersten Seiten, das erste Viertel, jetzt eigentlich auch die erste Hälfte, wenn Dorian dran war, ging es halt grundsätzlich irgendwie nur darum, dass er irgendwie Selena beobachtet hat oder so. Also das fand ich irgendwie jetzt schon ein bisschen nervig, obwohl das, glaube ich, sich jetzt auch langsam ändert und er jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung gedrückt wird, was ich auch mega interessant finde. Also ich glaube, ich finde sogar momentan Dorians Handlungsstrang mit am interessantesten. Also wir verfolgen hier nicht nur Selena, sondern auch teilweise Dorian. Und da muss ich sagen, das stört mich irgendwie ein bisschen an diesem Schreibstil in dem Buch, dass man irgendwie immer nicht direkt aus der Sicht zum Beispiel von Selena liest oder dann halt aus der Sicht von Dorian, sondern immer aus so einer geführten Vogelperspektive. Und deswegen kann ich auch irgendwie nicht so richtig verstehen, wie die Charaktere fühlen. Also es wird dann halt gesagt, ja, Dorian macht das und das oder Selena macht das und das. Und das mag ich nicht ganz so. Das mochte ich in Das Reich der Sieben Höfe viel mehr, dass man vor allem in den ersten drei Teilen hauptsächlich Faerys Sicht hatte. In den Büchern ist das halt irgendwie nicht so. Es ist nicht ultra schlecht für die Geschichte, aber teilweise fällt es mir halt ein bisschen schwer, irgendwie zu verstehen, wer jetzt hier gerade beschrieben wird oder um was es geht. Ja, ich mag es auf jeden Fall total. Ich kam auch ziemlich schnell durch. Und es macht auch total Spaß. Also ich mag es auch total. Einfach jetzt auch so ein bisschen Kales und Selenas
Entwicklung, aber auch Dorians Entwicklung. Und ja, ich mag es sehr. Und ich bin noch mega gespannt, was diese ganzen Verwicklungen und Andeutungen, die jetzt momentan hier so sind, was mit denen noch auf sich hat. Und freue mich darauf, auf jeden Fall das Buch jetzt weiterzulesen. Gestern hatte auch ein weiterer Lesemarathon, also ein weiteres Lesewochenende von Theresa auf Instagram angefangen. Da habe ich jetzt so ein bisschen mitgemacht. Also ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit noch zu Ende. Ich muss in, sag ich mal, anderthalb Wochen nicht mal, also heute ist Samstag und ich muss am übernächsten Montag abgeben. Also ich habe noch eine Woche und zwei Tage. Deswegen werde ich nicht nur lesen. Also ich habe auch gestern nur so 60, 70 Seiten gelesen. Heute hoffe ich noch, dass ich ein bisschen mehr schaffe, aber ich muss halt noch meine Bachelorarbeit Korrektur lesen und ja, ein bisschen Änderungen vornehmen. Deswegen muss ich mich da ranhalten, damit ich das alles rechtzeitig schaffe. Dann werde ich mir zur Belohnung ein bisschen Throne of Glass zur Hand nehmen und weiterlesen. Ich mag es auf jeden Fall bis jetzt richtig gerne. Ich glaube auch, dass mir der zweite mittlerweile besser gefällt als der erste. So, ich bin jetzt gerade bei Seite 302. Das heißt, ich habe gerade das 31. Kapitel angefangen und was habe ich hier gerade gelesen? Also, ich bin schon wieder komplett geschockt, was hier eigentlich gerade passiert ist. Ich habe super viel gerade noch dazu markiert, weil so viel passiert ist gerade. Und es ist auch so spannend, dass ich, glaube ich, gerade einfach total in so einer Trance war. Ich musste das einfach weiterlesen. Ich wollte mich eigentlich nur ein paar Seiten lesen, bis ich gleich weiter was für die Bachelorarbeit mache. Aber irgendwie konnte ich das Buch einfach nicht aus der Hand legen. Ja, jetzt bin ich eben schon wieder bei Seite 300 noch was. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen geflasht. Ich bin ein bisschen überfordert. Irgendwie habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst, weil es irgendwie etwas wieder zerstört, was ich gerade erst aufgebaut hatte. Und es macht mich schon ein bisschen traurig. Gleichzeitig hatte mich aber der Vorfall, der jetzt hier eben so ein bisschen für eine traurige Stimmung eigentlich sorgen sollte, denke ich mal, kalt gelassen, weil ich die Person, die es jetzt betroffen hatte, schon mochte, aber irgendwie konnte ich zu der nicht so eine richtige Bindung aufbauen, also zu der Person, ich sage dazu jetzt nichts weiter, aber ja, es hat mich irgendwie etwas kalt gelassen. Ich fand es eher schlimm für die Betroffenen und die Szene war einfach richtig gut umgesetzt. Ja, aber irgendwie muss ich es jetzt erstmal sacken lassen. Ich weiß jetzt hier gerade nicht mehr, wer gut und wer böse ist. Ich bin irgendwie etwas verwirrt, obwohl ich glaube, dass das alles nicht so einfach ist, wie es gerade dargestellt wird. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, gleich darauf weiterzulesen. Ich werde jetzt aber erstmal Uni machen, bevor ich wieder irgendwie in dem Buch versinke und dann gar nicht schaffe. Deswegen werde ich es jetzt erstmal weglegen, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich bin super gespannt. Also ich habe jetzt an der Stelle aufgehört, die es so ein bisschen offen lässt, also für Entwicklung offen lässt, jetzt nicht in der Handlung. Die ist jetzt so dieser Plot-Twist, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Plot-Twist richtig war, aber der ist jetzt gerade abgeschlossen und jetzt kann ich es erstmal weglegen. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, bis jetzt schon mal so viel besser als der erste Teil. Obwohl ich jetzt immer noch das Gefühl habe, dass die ersten beiden Teile so etwas wie eine ziemlich lange Einleitung oder so ein ziemlich langer Prolog sind. Ich finde, man hätte irgendwie einiges aus Teil 1 kürzen können, was man dann mit Teil 2 hätte verbinden können, sodass ein Teil zur Einleitung sozusagen der Reihe dient. Aber ja, mittlerweile wird es jetzt spannend und deswegen, ich freue mich mega und mir gefällt es bisher sehr gut. So, ich bin gerade bei Seite 332 und ich finde, das Buch hat mittlerweile irgendwie eine ganz komische Stimmung bekommen. Es hat irgendwie mit diesem Vorfall eine Wendung genommen, die ich gerade nicht so gut finde. Ja, ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie gleich ein bisschen lösen wird, weil ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, wie man das in diesem Buch noch irgendwie kitten kann, sozusagen. Das macht mich auch irgendwie ein bisschen traurig, weil eigentlich alles gerade ziemlich gut, sage ich mal, gelaufen ist. Aber jetzt ist alles wieder zerstört und ich bin ein bisschen traurig, aber ja, wie gesagt, ich bin auf Seite 332. Ich werde noch gleich ein bisschen weiterlesen, aber da noch schon für heute Schluss machen und erstmal schlafen gehen und morgen weiterlesen. Und dann hoffe ich einfach, dass das Buch morgen ein bisschen positiver wird. So, ich bin jetzt kurz davor, das Buch zu beenden. Ich habe noch etwa 20, 30 Seiten, glaube ich, übrig und werde die jetzt noch lesen. Und dann bin ich durch mit dem zweiten Teil. Bis jetzt ist es noch nicht super schlimm gewesen. Es war trotzdem irgendwie schon ein bisschen traurig und ich bin ein bisschen über die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Charakteren enttäuscht. Aber ja, es kann halt nicht immer alles perfekt laufen. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich mich wahrscheinlich wirklich auf Instagram gespoilert habe. Denn irgendwie schockt mich die weitere Handlung momentan nicht so, weil ich wahrscheinlich das schon weiß. Und das finde ich ein bisschen traurig. Aber ist nicht ganz so schlimm. Ich freue mich, das Buch zu Ende zu lesen. Und dann sehen wir uns, wenn ich es beendet habe. There's nothing that I could say better than you might.
So gefühlt ist die letzten Tage immer irgendwie schlechtes Wetter gewesen. Aber jetzt gerade, wo ich filmen will, scheint die Sonne hier so rein, dass ich irgendwie gar nicht richtig sehen kann. Aber trotzdem melde ich mich mit dem letzten Update für diesen Vlog. Und zwar habe ich gestern Abend Throne of Glass beendet. Ich würde dem Buch 4 Sterne geben. Ich dachte wirklich, er wäre viel, viel stärker als der erste Teil. Aber das Buch war einfach irgendwie teilweise auf und ab. Also es war an manchen Stellen so spannend, dass ich einfach nicht aufhören konnte zu lesen. Und dann hat es danach wieder so krasse Längen gehabt. Und das hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich mir ein bisschen mehr einfach die Spannung stetig gewünscht hätte. Also nicht, dass man irgendwie gefühlt 100 Seiten am Stück liest und dann, dass man überhaupt keine Lust mehr auf das Buch hat, sondern dass man einfach durchweg irgendwie eine Spannung hat und wissen will, was passiert. Es kam halt zwischendurch so ein paar Handlungen. Da musste man dann wirklich wissen, wie es weitergeht. Und das fand ich richtig, richtig gut. Aber nachdem es so spannend war, ging es über in so eine Phase, wo man irgendwie die Auswirkungen davon mitgekriegt hat. Und es ist einfach für mich langweilig geworden. Vor allem eben, weil hier so ein bisschen ein Bruch zwischen ein paar Charaktere gekommen ist, den ich erstens traurig fand, aber natürlich auch verstehen kann, weil nicht alles perfekt sein kann. Beim ersten Teil fand ich ja, dass vor allem das Ende spannend war. Hier war es irgendwie so die Mitte, dann wieder eine richtig krasse Länge, also so wieder richtig langweilige 100 Seiten ungefähr. Und dann war das Ende nochmal ganz okay, aber das komplette Ende fand ich wieder irgendwie doof. Und weil ich mich ja schon ein bisschen gespoilert hatte, war das Ende für mich nicht ganz so der Schock mehr. Also Kale hatte hier was herausgefunden, was eigentlich so ein bisschen wie ein Plot-Twist sein sollte. Aber leider wurde ich gespoilert oder ich habe mich selbst gespoilert auf Instagram, weil es eben so viel Fanart gibt und da eben Charaktere bezeichnet werden. Ist halt so, kann ich nicht ändern. Ich fand es trotzdem super. Ich mochte die Charaktere, obwohl Selena mir so während des Buches ein bisschen unsympathischer geworden ist. Ich fand sie teilweise ein bisschen nervig, aber auch gleichzeitig wieder super stark. Also ja, bei ihr bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ich mag sie eigentlich auf der einen Seite total, aber in manchen Momenten, da hätte sie einfach ein bisschen weniger überreagieren können. Kale mag ich ja so oder so total gerne. Und Dorian habe ich in diesem Teil auch irgendwie lieben gelernt, weil im ersten Teil war er mir nicht ganz so sympathisch, aber in diesem Teil fand ich ihn wirklich interessant. Und auch sein Leben und so ein bisschen die Veränderung, die er hier in dem Teil durchgemacht hat, fand ich sehr, sehr interessant. Also das war eigentlich mit der spannendste Handlungspunkt in der Geschichte. Haben wir leider ein bisschen zu wenig drüber erfahren, aber ich hoffe ja, dass es in den nächsten Teilen ein bisschen mehr ausgearbeitet wird. Und insgesamt kann ich sagen, das Buch war gut, aber immer noch nicht so krass, wie zum Beispiel das Reich der Sieben Höfe Bücher fand. Mir kommen Band 1 und 2 wirklich wie so ein super in die Länge gezogenes Prolog-Kapitel vor. Also irgendwie so eine Einleitung, die man echt hätte kürzer fassen können. Ist nicht weiter schlimm. Ich werde als nächstes dann mit der Reihe natürlich weitermachen. Ich dachte eigentlich, dass ich sofort mit dem dritten dann weitermachen werde. Also nicht jetzt direkt im Anschluss, aber dann, wenn ich die Reihe weiterlese. Aber mir wurde auf Instagram gesagt, dass ich zuerst mit der Novella über Selena, glaube ich, weitermachen soll. Ich bin der Meinung, das war die 0,5 in der Reihenfolge. Also die Bücher, die sozusagen vor 1 und 2 kommen. Also ich bin mir bei der Reihenfolge noch nicht ganz sicher, obwohl angeblich so die Bücher auch rausgekommen sein sollen. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit dem Buch weitermachen. Das habe ich gerade noch nicht, aber ich werde es mir bald bestellen. Und ja, danach werde ich dann weitermachen mit dem dritten Teil. Und ich hoffe, dass mir der wesentlich besser gefallen wird, weil ich natürlich schon gehört habe, dass ab dem dritten Teil es richtig, richtig gut werden soll. Von daher bleibe ich gespannt und freue mich darauf weiter. Damit würde ich erstmal an der Stelle den Vlog beenden. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.